Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es kam übrigens jetzt schon häufiger Fragen, was denn mit meinem Instagram-Account ist. Und ich habe den deaktiviert. Also ich habe jetzt momentan kein Instagram mehr. Einfach weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut und dass ich mich in dieser Instagram-Welt nicht mehr so wiedersehe. Und ja, falls ihr irgendwas auf der Seele habt, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Für wichtige Sachen habe ich auch noch meine E-Mail-Adresse, die ist einmal bei der Kanalinfo. Ja, ihr könnt mich immer noch irgendwie erreichen, aber das wollte ich auf jeden Fall einmal sagen. Hey ihr Lieben, nochmal aus dem Off ein kleiner Disclaimer. Ich nehme eigentlich den Ton immer mit meinem iPhone auf, aber irgendwie war mein iPhone mit meinen Kopfhörern verbunden und das hatte ich vorher noch nie. Und ich habe jetzt gemerkt, dass der Ton dadurch extrem schlecht ist. Deswegen musste ich jetzt leider die Originaltonaufnahme von der Kamera nehmen, die ja etwas schlechter ist und wo man vielleicht auch so ein bisschen ein Rauschen im Hintergrund hört. Aber nächstes Mal werde ich wieder mit meinem iPhone den Ton aufnehmen. Und zwar, ja, wenn mein Handy nicht mit den Kopfhörern verbunden ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Fall rein. Es geht heute um den Fall von Jeffrey McDonald. Jeffrey McDonald wurde am 12. Oktober 1943 als zweites von drei Kindern von Robert und Dorothy McDonald in New York geboren. Er wuchs in einem ärmlichen Haushalt auf Long Island auf. Sein Vater Robert war sehr leistungsorientiert und verlangte von den Kindern Disziplin und Gehorsamkeit und dadurch entwickelte Jeffrey auch schon früh einen, ja, vielleicht teilweise ungesunden Ehrgeiz. In der Highschool war er einer der beliebtesten Schüler in seinem Jahrgang und die Lehrer und Mitschüler waren sicher, dass er einmal sehr erfolgreich werden würde. Gegen Ende seines 8. Schuljahres lernte er seine spätere Ehefrau Colette Stevenson kennen. Er hatte sie mit ihren Freundinnen auf dem Schulflur entdeckt und sie stach wohl für ihn etwas heraus. Er fand sie sofort sehr attraktiv. In der Highschool begannen Jeffrey und Colette dann gemeinsam auszugehen und gingen bald eine Liebesbeziehung ein. Und 2 Jahre später nach dem College, am 14. September 1963, heiratete das junge Paar in New York. Im April 1964 kam dann auch die erste Tochter namens Kimberly zur Welt. Colette brach ihre Ausbildung ab, um sich dann voll und ganz ihrer Rolle als Mutter zu widmen. Noch im selben Jahr zog die junge Familie nach Chicago, wo Jeffrey sein Medizinstudium an der Northwestern Medical University begann und eine Reihe Teilzeitjobs hatte, um die Familie irgendwie zu finanzieren. Im Mai 1967 brachte Colette dann die zweite gemeinsame Tochter zur Welt, die den Namen Kristen bekam. Zu dieser Zeit hatten sie noch immer wenig Geld, aber nachdem Jeffrey sein Studium 1968 erfolgreich abgeschlossen hatte, zogen sie nach Fort Bragg in North Carolina, wo Jeffrey einen Job als Arzt bei der US Army bekam. Seine Karriere ging steil bergauf und schnell wurde er zum Group Turchin der Special Forces ernannt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Und von da an durfte die Familie in einem Haus im Castle Drive 544 bei der Militärbasis leben und musste sich auf jeden Fall keine Sorgen mehr um mögliche finanzielle Engpässe mehr machen. Bei den Nachbarn waren sie wohl auch sehr beliebt. Die Töchter Kimberly und Kristen entwickelten sich prima, waren aufgeschlossen und wirkten so, als hätten sie eine sehr glückliche Kindheit. Kurz vor Weihnachten 1969, als Colette im 3. Monat mit ihrem 3. gemeinsamen Kind schwanger war, kaufte Jeffrey seinen Töchtern ein Shetland-Pony mit dem Plan, dass er mit seiner Familie bald auf eine Farm in Connecticut umziehen würde. Er hielt den Kauf der Farm vor seiner Frau und seinen Kindern geheim und fuhr sie und seinen Schwiegervater als Überraschung am Weihnachtstag zum Stall. Kurz darauf schrieb Colette einen Brief an eine Freundin, in dem sie ihr Leben als sehr glücklich beschrieb. Sie soll wohl konkret gesagt haben, dass sie eigentlich in ihrem ganzen Leben noch nie so glücklich war. Sie und Jeffrey freuten sich auf das 3. Kind, das ein Junge werden sollte und die Familie dann vollständig machen sollte. Also alles schien wirklich perfekt und später wollte Colette
wieder ans College zurückkehren, um Lehrerin zu werden. Aber diese Pläne sollten nie Wirklichkeit werden. Am Nachmittag des 16. Februar 1970 nahm Jeffrey seine Töchter mit zum Stall, um das Pony zu füttern und um es zu reiten. Und die drei kehrten dann gegen 17.45 Uhr wieder nach Hause zurück. Jeffrey duschte, zog sich einen alten blauen Pyjama an und aß dann mit seiner Familie Abendbrot. Colette musste noch einmal los, um am Abendunterricht teilzunehmen. Jeffrey spielte noch etwas mit den Töchtern und brachte dann die zweijährige Kristen um 19 Uhr ins Bett. Und die fünfjährige Kimberly durfte noch etwas fernsehen, bevor dann auch sie ins Bett musste. Colette kam dann gegen 21.40 Uhr wieder nach Hause und verbrachte dann noch eine Weile mit Jeffrey vor dem Fernseher, gemütlich auf der Couch. Die Nacht auf den 17. Februar 1970 war eine kalte, verregnete Nacht, die das Leben der Familie schlagartig ändern sollte. Als es draußen dunkel war und die meisten Menschen schon tief und fest in ihren Betten schliefen, ging plötzlich um 3.42 Uhr ein Notruf bei der Militärpolizei in Fort Bragg ein. Jeffrey McDonald war am Telefon und bat darum, dass jemand sofort einen Rettungswagen zu seinem Haus schicken sollte. Es würde schwer verletzte Menschen geben. Als die Militärpolizei samt Rettungskräften am Haus ankamen, fanden sie die Haustür verschlossen vor. Im Inneren schien alles dunkel zu sein und man hörte auch keinerlei Geräusche. Die Rettungskräfte entdeckten dann bald, dass die Hintertür des Hauses geöffnet war und betraten dann das Haus, und dort bot sich ihnen ein wirklich sehr grausamer Anblick. Ein Abgeordneter der Militärbasis namens Kenneth Meeker entdeckte die extrem zugerichteten Körper zuerst. Die 26-jährige Colette lag auf dem Rücken in ihrem Schlafzimmer, ihre Augen waren wie vor Schreck erstarrt weit geöffnet. Ihre Brust war teilweise mit einem zerrissenen Pyjama-Oberteil bedeckt. Alles war voller Blut und wenige Meter von ihrem Körper entfernt lag ein Gemüsemesser. Neben ihr war der schwer verletzte Jeffrey, der seinen Arm über ihren Körper gelegt hatte und nicht wirklich bei Bewusstsein zu sein schien. Die fünfjährige Kimberly wurde in ihrem eigenen Bett gefunden und hatte mehrere Stichwunden am Hals und eine heftige Kopfverletzung. Die zweijährige Kristen hatte insgesamt 33 Messerstiche im Brust- und Rückenbereich. Im Schlafzimmer hatte jemand mit Blut das Wort Schwein, also Pig, ans Kopfende des Bettes geschrieben. Später stellte sich dann heraus, dass es sich dabei um Blut von Colette handelte. Bei Jeffrey wurde eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt, woraufhin er wieder zu sich kam und dann ins Cape Fear Hospital eingeliefert wurde. Als er auf einer Trage aus dem Haus gebracht wurde, flehte er darum, seine Kinder sehen zu können, aber diesen grausamen Anblick wollte man ihm nicht zumuten. Jeffrey selbst hatte mehrere Wunden am Kopf und Schnitte sowie Blutergüsse an Schulter, Brust, Hand und Fingern, die jedoch alle eher oberflächlich und gut behandelbar waren. Auch im Herzbereich hatte er mehrere Stichwunden, darunter eine, die seine Lunge bzw. ich habe auch gelesen, Luftröhre durchstach, aber die nicht lebensbedrohlich war. Ein Facharzt beschrieb diese Stichwunden als sehr sauber gesetzt, fast schon als ob jemand das gemacht hätte, der Ahnung ja vom menschlichen Körper hatte. Bei Colette, Kristen und Kimberly kam jede Hilfe zu spät und es konnte bei allen nur noch der Tod festgestellt werden. Übrigens auch nicht zu vergessen, dass Colette ja mit dem dritten Kind schwanger war, das heißt, auch dieses ungeborene Kind war nun ums Leben gekommen und durfte niemals das Licht der Welt erblicken. Sie alle wurden in New York beerdigt, in der Nähe von Colettes Vater, der sich 1954 das Leben genommen hatte, als sie gerade einmal 11 Jahre alt war. Am 25. Februar 1970, also 8 Tage nachdem alles passiert war, wurde Jeffrey schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Er war vollständig genesen und wurde nun ausführlich zur Nacht, in der sich die Tragödie abgespielt hatte, befragt. Er sagte aus, dass er im Wohnzimmer des Hauses geschlafen hatte, weil Kristen in der Nacht zum 17. Februar zu Jeffrey und Colette ins Ehebett gekrochen war
und seine Seite des Bettes eingenässt hatte. Da er seine Frau nicht wecken wollte, indem er eben dann die Bettwäsche wechseln würde, brachte er die kleine Kristen wieder in ihr eigenes Bett und legte sich dann auf die Couch ins Wohnzimmer. Mitten in der Nacht wachte er von lauten Schreien seiner Frau auf und sie rief: Jeff, Jeff, und zu einer scheinbar fremden Person gewandt: Warum tun Sie mir das an? Ehe er nachschauen konnte, was dort los war, war er von drei männlichen und einer weiblichen Gestalt umzingelt. Sie schlugen mit einem Knüppel und einem Eispickel auf ihn ein. Danach muss er bewusstlos gewesen sein, denn als er wieder zu sich kam, war seiner Erzählung nach alles still im Haus. Er lief erst zu seinen Töchtern und versuchte, sie erfolglos wiederzubeleben, und dann zum Schlafzimmer seiner Frau, wo er sie dann in einem furchtbaren Zustand auffand. In ihrer Brust steckte ein Messer, das er herauszog, und anschließend wählte er den Notruf und holte Hilfe. Die vier fremden Personen, die laut Jeffrey ins Haus eingedrungen waren, konnte er sogar teilweise auch beschreiben. Von den drei Männern war wohl einer dunkelhäutig, die anderen beiden waren weiß, und die Frau hatte lange blonde Haare, möglicherweise eine Perücke. Dazu trug sie hochhackige, kniehohe Stiefel und einen weißen Floppy-Hut. Ihr Gesicht war teilweise bedeckt gewesen. Als man Jeffrey angegriffen hatte, soll sie mit einer Kerze daneben gestanden haben und rief: Tötet diese Schweine. Die Personenbeschreibung hatte Jeffrey scheinbar am Morgen des Tattages bereits gemacht, und die Militärpolizei hatte damals die Gegend erfolglos nach diesen Personen abgesucht. Die Tatwaffen wurden zum einen im Schlafzimmer und in der Nähe der Haustür gefunden. Als die Ermittler der Army die physischen Beweise untersuchten, wurde Jeffreys Bericht sehr schnell angezweifelt. Im Wohnzimmer, wo er angeblich um sein Leben gekämpft hatte, gab es kaum Spuren, die auf ein derartiges Szenario hindeuteten. Ein einziger Couchtisch war umgeworfen worden und ein Blumentopf war zu Boden gefallen. Die Befragung der Nachbarn der McDonald's ergab, dass sie in den frühen Morgenstunden tatsächlich Kampflaute aus dem Haus gehört hatten, jedoch sahen sie keine Fremden ins Haus eindringen und es hörte sich eher nach einem Streit zwischen zwei Personen an. Colette soll einmal mit lauter und wütender Stimme geschrien haben. Eine 16-jährige Tochter von Nachbarn, die gelegentlich für die Familie babysittete, teilte den Ermittlern mit, dass Jeffrey und Colette in den Monaten vor der Tatnacht sehr distanziert miteinander umgegangen waren und alles andere als harmonisch wirken. Das war nicht das Einzige, was den Ermittlern ein sehr merkwürdiges und zweifelhaftes Gefühl gab. Jeffrey behauptete, er hätte bei dem Angriff ein Pyjama-Shirt getragen und es wäre durch den Kampf an mehreren Stellen gerissen. Allerdings fand man im Wohnzimmer keine Fasern dieses Shirts. Stattdessen wurden Fasern unter Colettes Körper und in den Zimmern der beiden Töchter gefunden, eine weitere Faser unter Kristens Fingernagel. Am Kopfteil des Schlafzimmerbettes, an der mit Blut das Wort Schwein geschrieben war, fand man ein Stück eines OP-Handschuhs, das ebenfalls Blutspuren enthielt. Dieser Handschuh stammte nachweislich aus einer Box mit medizinischen Handschuhen, die Jeffrey in der Küche aufbewahrte. Außerdem hatte Jeffrey behauptet, dass die Schuhe der weiblichen Person, die mit den Männern ins Haus eingedrungen war, sehr nass wären, da es ja draußen in dieser Nacht geregnet hatte. Im ganzen Haus fand man allerdings nur einen einzigen blutigen Fußabdruck ohne Profil, das heißt, dieser Fußabdruck stammte von einer Person, die definitiv keine Schuhe angehabt hatte. Bis Mitte März hatten Ermittler die Ergebnisse der forensischen Tests von Blut-, Haar- und Faserproben vom Tatort erhalten, die Jeffreys Aussagen über die Tatnacht ebenfalls widersprachen. Zum Beispiel wurde Kimberlys Blut auch auf seinem Pyjama-Oberteil gefunden, obwohl Jeffrey behauptet hatte, dass er dieses Kleidungsstück nicht trug, während er in ihrem Zimmer versucht hatte, sie wiederzubeleben. Sein eigenes Blut fand man nur an zwei Stellen in etwas größeren Mengen, zum einen vor dem Küchenschrank mit den Gummihandschuhen und auf der rechten Seite eines Waschbeckens.
Die Ermittler versuchten den Tathergang mit Hilfe der forensischen Ergebnisse zu rekonstruieren. Alle Familienmitglieder hatten nämlich unterschiedliche Blutgruppen, so dass man mit den Spuren, die eben im Haus gefunden wurden, den Tathergang ganz gut nachbilden konnte. Der Theorie nach wäre es in der Nacht zum 17. Februar 1970 im Schlafzimmer zu einem Streit zwischen Colette und Jeffrey gekommen. Möglicherweise, weil die kleine Kristen häufiger die Bettseite von Jeffrey einnässte. Nach einiger Zeit eskalierte der Streit und Colette schlug mit einer Haarbürste gegen Jeffreys Stirn, denn dort hatte er wohl auch einen Bluterguss. Jeffrey schlug daraufhin mit den Fäusten und einem Holzstück auf sie ein und dann soll vermutlich die 5-jährige Kimberly von dem Streit wach geworden sein und lief dann zu ihren Eltern ins Schlafzimmer, wo auch sie von dem Holzstück getroffen wurde, vielleicht einfach aus Versehen oder weil Jeffrey eine Art cholerischen Anfall hatte. Blutspuren von ihr wurden nämlich auch am Türrahmen des Elternschlafzimmers gefunden. Ihr lebloser Körper lag später in ihrem eigenen Bett. Vermutlich hatte Jeffrey sie dort hingelegt, nachdem er sie mit einem Holzstück verletzt hatte. Zuvor brachte er Colette um oder er vermutete zumindest, er hätte sie umgebracht. Damit es keine Zeugen gab, erstach er dann erst Kimberly in ihrem Zimmer und ging dann zu Kristen, um auch sie zu töten. Bevor er dies tun konnte, kam Colette, deren Blut auf Kristens Bettdecke und an einer Wand ihres Zimmers gefunden wurde, offenbar wieder zu sich, stolperte in das Schlafzimmer ihrer jüngeren Tochter und warf ihren eigenen Körper über Kristen, um sie verzweifelt zu beschützen. Nachdem Jeffrey beide getötet hatte, wickelte er Colettes Körper in ein Laken und trug ihren Körper zum Hauptschlafzimmer zurück. Als er Kristens Schlafzimmer verließ, hinterließ er einen verschmierten Fußabdruck, der ihrer Blutgruppe entsprach. Die Ermittler stellten dann die Theorie auf, dass Jeffrey versuchte, die Taten zu vertuschen, indem er sich durch einen Artikel über die Manson-Morde inspirieren ließ, den er kürzlich in einer Zeitschrift, die im Wohnzimmer gefunden worden war, gelesen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt. Ich habe den noch nie gemacht. Vielleicht werde ich euch den auch mal erzählen. Aber da gab es anscheinend einige Parallelen. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt in den Fall noch nicht so krass eingelesen. Aber ja, das war eben Teil der Theorie. Er zog nach der Tat vermutlich OP-Handschuhe aus dem Küchenschrank an und ging ins Hauptschlafzimmer, wo er mit Colettes Blut das Wort Pick auf das Kopfteil schrieb. Dadurch wollte er es einfach so aussehen lassen, als wenn irgendwelche Fremden, die irgendeinen Hass auf die Familie haben, diese Tat oder diese Taten getan haben. Danach legte er dann sein zerrissenes Pyjama-Oberteil über ihren toten Körper und stach ihr wiederholt mit einem Eispickel in die Brust. Dann warf er die Waffen in der Nähe der Hintertür des Grundstücks weg, nachdem er sie von Fingerabdrücken befreit hatte. Ein Messer ließ er in der Nähe von Colettes Körper liegen. Schließlich hatte Jeffrey eine Skalpellklinge aus dem Vorratsschrank der Küche genommen, das angrenzende Badezimmer betreten und sich einmal in die Brust gestochen, während er neben dem Waschbecken stand, bevor er dann die OP-Handschuhe entsorgte. Den Stich setzte er sich zwar tief, aber er hatte ja als Mediziner genug Wissen darüber, wie der Körper aufgebaut war und wusste ja auch, wann so ein Stich tödlich ist. Und der Theorie nach hätte er sich diesen Stich eben ganz bewusst so tief gesetzt, damit es eben so aussah, als ob irgendjemand anderes ihm das angetan hatte. Aber er wusste ganz genau, dass dieser Stich nicht tödlich für ihn wäre. Er hatte dann das Telefon benutzt, um einen Krankenwagen zu rufen, bevor er sich neben Colettes Leiche hinlegte und auf das Eintreffen der Militärpolizei wartete. Beim Verhör bestritt Jeffrey, dass die Tatwaffen aus dem eigenen Haushalt stammten, obwohl zum Beispiel das gefundene blutige Holzstück mit dem Holz von Kimberlys Schrank übereinstimmte. Er behauptete auch nicht zu wissen, wie die Fasern und Blutspuren an Orte gelangen konnten, die nicht mit seiner Version der Tatnacht übereinstimmten. Seiner Meinung nach hätten die Eindringlinge vermutlich die Spuren im Haus selbst verteilt. Wertgegenstände fehlten meiner Recherche nach nicht,
Ich habe zwar irgendwo gelesen, dass Jeffreys Geldbörse irgendwie nicht da war, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob diese Information wirklich stimmt. Und als man Jeffrey dann nach dem möglichen Tatmotiv der angeblichen Eindringlinge fragte, konnte auch er keine Antwort geben. Auch Colettes Eltern hielten schon bald Jeffrey für den Täter. Er versuchte sie dann zwar vom Gegenteil zu überzeugen, schaffte es allerdings nicht. Jeffreys Anwalt behauptete, dass die Militärpolizei extrem schlampig gearbeitet hatte und noch am Tatort unzählige Spuren verwischt hatte. Auch gab es einige Zeugen, die für Jeffrey aussagten, so zum Beispiel der Militärpolizist Kenneth Meeker, der ja einer der ersten am Tatort gewesen war. Er erzählte, dass er in der Nacht auf dem Weg zum Haus der McDonalds eine blonde Frau mit einem Hut an der Straßenecke gesehen hatte. Da in dieser Nacht ja sehr schlechtes Wetter war, wunderte er sich ein wenig über diesen Anblick. Die Frau passte zu der Beschreibung, die Jeffrey über die weibliche Person gegeben hatte, die angeblich in der Tatnacht in seinem Haus war. Ein weiterer Verteidiger Jeffreys bemerkte, dass ja angeblich keine fremden Fußabdrücke im Haus gefunden wurden, also auch nicht mal die Spuren der Rettungskräfte und der Militärpolizisten, was ja eigentlich so oder so nicht sein kann. Also irgendwie wurde da ja etwas ungenau gearbeitet. Am 1. Mai 1970 wurde Jeffrey wegen Mordes an seiner Familie angeklagt. Einige Monate später, im August 1970, meldete sich ein Lieferbote bei der Polizei und sagte, er wüsste, wer die blonde Frau gewesen war. Es wäre eine gewisse Helena Stöckley, die am Morgen der Morde gegen 4 Uhr morgens mit zwei oder drei jungen Männern in einem Auto unterwegs gewesen wäre. Dieser Lieferbote, der anscheinend ein Bekannter von Helena war, behauptete auch, dass sie nach dem 17. Februar aufgehört hatte, ihre Stiefel und ihren Floppy-Hut zu tragen und dass sie sich am Tag der Beerdigungen von Colette, Kristen und Kimberly schwarz gekleidet hatte. Der Lieferbote gab diese Informationen später in der mündlichen Verhandlung weiter und fügte hinzu, dass Helena ihn Monate später informiert hatte, dass sie und ihr Freund nicht heiraten könnten, bis sie noch mehr Menschen getötet hätten. Kurz darauf wurde Helena Stöckley ausfindig gemacht und dann auch noch einmal befragt. Ihre Aussagen in Bezug auf ihren Aufenthaltsort am 17. Februar waren sehr vage und teilweise recht widersprüchlich. In der Nacht vom 16. Februar 1970 wäre sie angeblich in Gesellschaft ihres Freundes Gregory Mitchell unterwegs gewesen. Sie fuhren dann beide mit einem Auto ziellos in der Gegend umher und sie sagte, sie wüsste nicht, ob sie im Haus der McDonalds gewesen war, da sie unter Drogeneinfluss stand. Einigen Gerüchten zufolge soll sie weiteren Personen gestanden haben, an den Taten beteiligt gewesen zu sein, aber trotz allem wurde sie nicht vorgeladen, um eine offizielle Aussage zu machen. Jeffrey McDonald wurde später noch einmal befragt und gab Aussagen von sich, die dem widersprachen, was er bei seinem ersten Verhör von sich gegeben hatte. Zur Ehe sagte er, dass er Colette wohl zweimal fremdgegangen war, aber dass sie davon nichts gewusst hatte. Und zuletzt hätten sie trotzdem laut ihm eine sehr glückliche Ehe geführt. Ein psychiatrisches Gutachten ergab kurz darauf, dass er keinerlei Wut, Angstzustände oder depressive Verstimmungen in Bezug auf den Verlust seiner Familie zeigte und dass er abgestumpft und gefühlskalt wirkte. Im Dezember wurde Jeffrey wegen Mangeln an Beweisen freigelassen und kehrte nach New York zurück, wo er für einige Zeit dann wieder als Arzt arbeitete, bevor er im Juli 1971 nach Long Beach, Kalifornien zog, um die Vergangenheit dann endgültig hinter sich zu lassen. Und in Huntington Beach kaufte er sich dann schließlich eine Wohnung im Wert von 350.000 US-Dollar damals. 1975 wurde Jeffrey dann noch einmal angeklagt und während er auf den Prozess wartete, wurde er gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar freigelassen. Im Juli 1979 wurde der Prozess vor dem Bundesgericht in North Carolina eröffnet. Die Indizien für Jeffreys Schuld
wurden noch einmal präsentiert. Jeffreys Anwalt hatte zuvor Helena Stöckli um ein Geständnis gebeten, das Jeffrey entlasten würde, aber Helena weigerte sich und behauptete, wie zuvor auch, nicht mehr zu wissen, wo sie in der besagten Tatnacht gewesen war. Sie bestritt, etwas mit den Taten zu tun gehabt zu haben, obwohl sie ja gleichzeitig, wie sie selber dann auch nochmal aussagte, ja auch gar keine Erinnerungen an die Nacht hatte. Also irgendwie ist dieses Geständnis an sich ja auch schon etwas widersprüchlich. Am 29. August 1979 wurde Jeffrey McDonald wegen Mordes zweiten Grades an Colette und Kimberly und wegen Mordes ersten Grades an Kristen verurteilt. Jeffrey zeigte bei der Verkündung des Urteils keinerlei Emotionen. Danach folgte nochmal ein Hin und Her. Er wurde wieder freigelassen. Er durfte sogar für kurze Zeit wieder als Notarzt arbeiten, aber dann schließlich doch wieder erneut inhaftiert. 1990 hatte er Anspruch auf Bewährung, lehnte diesen allerdings ab, weil er sagte, dass es dann ja für ihn wie ein Schuldbekenntnis wäre und er blieb immer noch dabei, dass er nichts mit den Taten zu tun gehabt hatte. 2006 wurden mit neuen technischen Analyseverfahren die Spuren vom Tatort, also Haare, Hautpartikel und Blutspuren, die unter anderem unter den Fingernägeln der Opfer waren, noch einmal untersucht. Und die meisten Spuren waren von den Opfern selbst oder von Jeffrey. Anscheinend wurde nur ein einziges Haar gefunden, das niemandem zugeordnet werden konnte, also auch nicht Helena Stöckli oder ihrem Freund. Am 16. April 2007 reichten Jeffreys Anwälte im Namen von Helena Stöcklis Mutter eine eidesstattliche Erklärung ein, in der sie erklärte, ihre Tochter habe ihr zweimal gestanden, dass sie am Abend der Morde im Haus der McDonald-Familie anwesend war. Allerdings hielt das Gericht Helena für unglaubwürdig und schenkte diesem angeblichen Geständnis keine weitere Beachtung. 2002 heiratete Jeffrey im Gefängnis eine Frau namens Catherine. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Den zuständigen Ermittlern wird noch immer vorgeworfen, sie hätten sehr unsauber gearbeitet und am Tatort wichtige Spuren verwischt, so dass man höchstwahrscheinlich nie herausfinden wird, ob Jeffrey wirklich zu Recht im Gefängnis sitzt. Meiner Recherche nach ist der mittlerweile 78-jährige Jeffrey McDonald noch immer im Gefängnis. Ich hatte irgendwo gelesen, dass er 2020 auf Bewährung nochmal freigelassen werden sollte, aber ich glaube, das ist scheinbar nicht passiert. Ja, und das war der Fall der Familie McDonald. Donald erinnert mich eigentlich auch so ein bisschen an mein letztes Video. Das war ja irgendwie schon ein bisschen so ein ähnlicher Fall, wo man ja auch die Mutter unter Verdacht hatte, aber letztendlich auch nie Klarheit bekommen hat. Und leider bei diesem Fall, theoretisch ist er ja gelöst, weil Jeffrey ins Gefängnis gekommen ist, aber ja, irgendwie ist es ja auch nicht wirklich so eine richtige Lösung. Es war ja auch eigentlich nur ein Indizienprozess. Ich bin mir bei diesem Fall auch wieder sehr unsicher. Ich finde, es spricht schon vieles dafür, dass Jeffrey der Täter war. Ich habe natürlich auch so ein bisschen überlegt, was hätte sein Motiv sein können. Vielleicht litt er ja wirklich an einer Persönlichkeitsstörung. Vielleicht ist er ja auch sehr, sehr oft mal ausgerastet und Colette hat sich trotzdem immer eingeredet, dass die Ehe irgendwie glücklich ist. Dann habe ich auch überlegt, ob vielleicht Colette, dieses dritte Kind, vielleicht war das ja gar nicht von Jeffrey und das war dann irgendwie das Motiv, dass sie ihm irgendwie gestanden hat, sie ist fremdgegangen. Man weiß es nicht und diese Helena Stöckli, muss ich sagen, finde ich auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr merkwürdig, weil, dass sie sich da halt irgendwie gar nicht dran erinnern kann, ob sie jetzt in dem Haus war oder nicht und dass die anscheinend auch mehreren Leuten schon gestanden haben soll, dass sie etwas mit den Taten zu tun hatte, aber sie selbst hat das ja nie irgendwo offiziell ausgesagt und es steht bis heute sozusagen in den Sternen, was genau in dieser Nacht passiert ist. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Fall gehört, vielleicht habt ihr jetzt noch einige Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren, würde ich gerade sagen, im Kopf, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass es interessant war. Ja, wenn ihr euch für wahre Kriminalfälle interessiert, dann abonniert gerne diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaltet das nächste Mal wieder ein.